Redner ist von der FPÖ Erwin Angerer. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Bundeskanzler, geschätzte Regierungsmitglieder, Hohes Haus, geschätzte Damen und Herren. Es war mir bewusst natürlich, dass heute die Regierungsparteien, vor allem wieder die Kärntner, hier die Schuld zuschieben und die Landeshaftungen. Deswegen habe ich mir das natürlich wieder im Detail noch einmal angeschaut auf dem Kriegsbericht heraus und möchte gleich am Anfang einmal auf den Herrn Klubobmann von der SPÖ replizieren, auf den Herrn Schieder, und der hat gemeint, dass ein Kapitän, der Chef, zumindest eine Mitverantwortung hat. Das ist durchaus gegeben, das stimme ich auch zu. Die hat es gegeben in Kärnten, aber natürlich nicht nur bei einem Landeshauptmann, sondern es waren mehrere. Und so sehe ich das auch auf Bundesebene. Und da muss ich Ihnen, Herr Bundeskanzler, leider attestieren, dass Sie den Schaden für die Republik zumindest maximiert haben. Und Frau Damandl von der ÖVP hat gemeint, es war ein Meisterstück, dass man die Hypo verkauft hat und die Haftungen aufrecht geblieben sind. Da muss ich sagen, da war es bei der Verstaatlichung ein Meisterstück, dass man die Bayern noch fragen muss, wenn man 100% der Bank besitzt, was man mit der Bank tun darf. Also was da passiert ist. Deshalb nur noch einmal ganz kurz zu den Fakten aus dem Kriegsbericht und da was aus der Langversion. Vor 100 Jahren wurden die Hypos gegründet, österreichweit, das ist kein kärntnerspezifisches Thema, und vor 100 Jahren haben Länder die 100%ige Haftung für ihre Hypos übernommen. Es war kein eigener Beschluss dafür notwendig bis ins Jahr 2004, dass Haftungen übernommen werden von Ländern, sondern die sind automatisch Haftung der Länder gewesen. Und um das Jahr 2000 gab es 7 Hypothekenbanken und 27 Sparkassen in Österreich, für die Landeshaftungen bestanden sind. Das ist das System, und ich muss Ihnen ehrlich sagen, es ist heute auch schon erwähnt worden, der 22. April 2004, dort ist beschlossen worden, das Kärntner Landesholdinggesetz, mit dem der Auslauf dieser Haftungen für 2007 festgelegt wurde. Dem mittlerweile haben sie alle auch akzeptiert, auch alle Parteien, SPÖ, ÖVP, FPÖ und Grüne zugestimmt haben. Und wir werden uns in diesem Untersuchungsausschuss der Verantwortung stellen, nicht nur als Freiheitliche, sondern auch als Kärntner. Ich bin durchaus interessiert daran, und es sollte Ihnen allen daran liegen, das aufzuklären, von Anfang der Geschichte an bis zum Ende, aber bitte. Danke.